Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal hier bei ComMike. Wir haben es Mitte Februar, der Winter zieht sich langsam zurück und ich kann mich wieder um meinen Rasen kümmern und insbesondere um meine Rasenbewässerungsanlage. Auf 3 Teilstücken ist diese ja bereits installiert und in diesem Jahr soll auf einem 4. Teilstück ebenfalls eine versenkbare Rasenbewässerungsanlage installiert werden. Aufgrund der vielen Nachfragen in meinen anderen Videos möchte ich euch bei der Planung und Installation von A bis Z mitnehmen. Heute beginne ich einfach mit der Planung und verwende unter anderem auch Online-Tools, die nichts kosten müssen, um euch zu zeigen, wie ihr schnell und bequem eine Anlage planen könnt. Bleibt dran, bis gleich! Bevor ich mich jedoch an die Planung für das neue Teilstück mache, ein kurzer Überblick über meine bereits bestehende Anlage. Ich habe hier auf den Rasenflächen insgesamt 6 Wasserkreise angeschlossen, an denen jeweils 3 versenkbare Hunter I20 Rasensprenger dranhängen. Das Ganze wird automatisiert gesteuert durch einen Bewässerungscomputer, in meinem Fall ein Hunter X-Core, der im Haus installiert ist. Der Anschluss erfolgt an der Wand und in der Nähe betrachtet schaut das Ganze wie folgt aus. Ich habe hier hinter meiner Schubkarre den Wasseranschluss und hier eine von meinen beiden Verteilerboxen. In diesen Verteilerboxen seht ihr jetzt die Ventile zuzüglich einer Zuleitung, die in die zweite Verteilerbox läuft, die gesamten Kabel für die Anschlüsse und dergleichen. All das benötige ich natürlich auch für meine weitere Rasenbewässerungsanlage, dann eben in einem neuen Bereich. Hier ein kurzer Blick, so schaut das Ganze dann aus. Ein Versenkregner und sobald dann eben der Steuercomputer das Signal gibt, fährt das Ganze hoch und besprüht die gesamte Rasenfläche hier ausgiebig mit Wasser. Hier nun ein Blick auf die Rasenfläche, die ich zukünftig ebenfalls mit einer Bewässerungsanlage versehen möchte. Ich achte bei meiner Planung darauf, dass das Ganze modular aufgebaut ist, damit ich das Ganze später noch in verschiedene Richtungen erweitern kann. Macht euch da bitte vorzeitig Gedanken drüber, ob ihr nicht vielleicht eine Heckenbewässerung, ein Beet, ein Gewächshaus oder ähnliches später mal noch mit anschließen wollt. In dem Fall solltet ihr bereits heute die entsprechenden Vorkehrungen treffen und entsprechende Anschlüsse mit einplanen. Wie ihr in einem meiner anderen Videos bereits gesehen habt, habe ich ja eine entsprechende Ergänzung bei mir bereits vorgesehen, unter anderem die entsprechenden Wasserrohre hier unter meinem Gehweg schon durchgeführt, inklusive Leerrohre für eine Stromversorgung, für die Steuerkabel und dergleichen. Auch die Erweiterung meines Potentialausgleichs habe ich auf diesem Teilstück schon vorgenommen. Ich werde nun im nächsten Schritt das Ganze hier zu Papier bringen, das heißt, ich zeichne mir einen Grundriss und mache eine Abmessung der einzelnen Längen, um das Ganze dann am PC in einem kostenlosen Online-Tool durchzurechnen. Ich habe das Ganze jetzt einfach mal ausgemessen und auf meinen Grundriss aufgebracht. Das Ganze schaut jetzt wie folgt aus. Ich habe jetzt hier 3,10 Meter, 1,70 Meter, 4,70 Meter hier rüberwärts und die Tiefe hier vorne an diesem Bereich 7,60 Meter. Also der Bereich hier hinten entspricht dann schon fast einem Quadrat. Und ich könnte jetzt hier eins machen und sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Sprenger hin, der dann den Bereich bis hier rüber und im Ganzen bis hierher ab bildet. Das kommt aus der Zeichnung jetzt nicht so draus hervor, aber von den Maßen her passt das schon. Ich mache hier einen Sprenger, der bis darüber geht und dann sogar bis dorthin das Ganze abdeckt. Habe hier einen Sprenger, der diesen Bereich abdeckt. Hier einen Sprenger, der dann praktisch im Halbkreis diesen Bereich abdeckt. Also damit würde ich schon ganz gut klarkommen. Allerdings habe ich dann hier unten irgendwo das Problem, dass ich hier einen haben müsste, der das im Halbkreis schafft. Hier einen, der das im Halbkreis schafft. Und dann haben wir in der Gesamtheit hier irgendwo schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sprenger, die ich als Ganzes am Stück gar nicht laufen lassen könnte, weil bei mir der Wasserdruck oder die Leistung gar nicht mehr ausreichend wäre. Das heißt, wir reden in dem Moment schon von mindestens 2 Wasserkreisen, die hier platziert werden müssen. Ich nehme jetzt diese Zeichnung einfach mit an den PC, mal schauen, was das Online-Tool aussagt. Mit den Daten, die ich jetzt aufgenommen habe, meinen Grundriss, bin ich direkt jetzt online bei Gardena in dem Fall. Das, denke ich, ist ein recht schönes Tool. Gerade wenn man sich noch gar nicht auskennt, bekommt man hier alles komplett fertig serviert. Über mygarten.gardena.com/de
wäre der Zugang. Ihr habt jetzt hier auf dem Startbildschirm die Möglichkeit, Flächen anzulegen oder eben Ausstattung zu machen. In dem Fall wollen wir einfach eine Rasenfläche platzieren und ich nehme jetzt hier drüben in der Mitte die beliebige Grundstücksform. Ein Klick hier drauf und dann möchte gern das System auf dieser Matrix hier den ersten Eckpunkt. Da bietet es sich natürlich an, das Ganze hier auf so einem Kreuzer zu machen. Einmal klicken, loslassen und dann ziehe ich mir das hier runter. Ihr seht, da wird automatisch jetzt die Länge mit abgetragen. Und hier drüben jetzt gehe ich auf 7,60 Meter. Ja, zack. Und einmal die Maus geklickt. Dann 3,10 Meter in die Breite. Klick. Dann wieder nach unten. Das rastet hier auch sehr schön ein. Das gefällt mir wirklich richtig gut, wenn ich jetzt hier rechte Winkel haben möchte. 1,70 Meter nach unten weg. In dem Fall nach Westen. Und dann gehen wir 4,70 Meter nach Süden. Das ist dann hier. So, die Maße habe ich gar nicht aufgenommen, weil mein Grundstück relativ rechteckig ist. Ihr merkt, wenn ich dann hier, sobald ich den rechten Winkel habe, wird das Ganze grün. Ja, grün, grün, das heißt der rechte Winkel. Und ich könnte jetzt hier weitermalen, aber ich mache eins, ich klicke jetzt einfach mal auf diesen grünen Haken hier oben und dann habe ich mein Grundstück schon eingewählt und raste das erstmal ein. Über das Mausrad könnt ihr jetzt hier einfach das Ganze in der Größe verändern. Und ja, der nächste Schritt wäre dann, wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt hier drüben Ausstattungsmerkmale und Ähnliches irgendwo mit dazu basteln. Für meinen Fall geht es ja einfach nur mal zu demonstrieren, wie das Ganze jetzt ausgestattet werden sollte. Wir haben also das Grundstück gezeichnet, Häuserergänzung und so weiter haben wir nicht. Der nächste Punkt wäre dann hier links an der Seite der Springlerplan. Ja, und dann seht ihr schon als erstes, es gibt einen gewissen Automatismus. Das heißt, das System erkennt automatisch die Ecken und Kanten und bietet euch über den Weg an, automatisch die Springler zu setzen. Das mache ich in dem Falle. Ja, das Ganze wird jetzt durchkalkuliert, ist auch schon fertig. Wieder etwas näher ran. Und dann sieht man jetzt hier, dass insgesamt 5 Sprenger platziert worden sind. In dem Fall alles Gardena-Produkte. Der T200, hier oben der T200. Der T100, der T100 und der T200. Und ihr seht jetzt hier auch den Radius, das heißt der T200 hier oben links in der Ecke, der wird bis hier rüber sprühen, bis zum anderen T200. Ne? Die sollen sich ja auch überlagern, überschneiden. Und der 90 Grad Bogen würde hier lang laufen, ziemlich genau bis zu dieser Ecke. Das ist das Praktische, dass ich hier faktisch ja fast ein Quadrat habe. Der hier oben macht das gleiche Spiel, der schlägt hier an und würde dann hier entsprechend bis hier runter das Ganze bewässern. Ja, diesen. So, das haben wir jetzt in dem Falle. Der zweite Punkt hier drüben wäre das Setzen des Wasseranschlusses, entweder automatisch oder manuell. In dem Fall wird dann gefragt, wie lange die Wasserleitung braucht oder der Wasserhahn, den ihr da anschließen wollt, um einen 10-Liter-Eimer zu füllen. Das solltet ihr vorneweg auf jeden Fall schon mal ausprobieren, um dann festzustellen, wie hoch ist euer Wasserdurchfluss. Das System berechnet dann automatisch, ob alle Leitungen über ein System laufen können oder ob zwei getrennte Leitungen nötig sind, also dass man mehrere Kreise legt. In meinem Fall ist es so, ich habe da wirklich einen sehr guten Durchfluss, da es sehr große Leitungen sind. Auch hier wird es automatisch gemacht. Und die Zuleitung in dem Fall ist jetzt hier an der Seite. Das passt für meinen Fall nicht, aber mir geht es einfach darum, euch mal zu zeigen, wie es grundsätzlich funktionieren könnte. Ihr könnt jetzt hier Leitung legen, manuell noch irgendwo rumbasteln. In dem Fall wäre es so, das Wasser kommt hier vom Hahn, läuft dann hier auf einen Verteilerpunkt, auf ein T-Stück, läuft dann hier auf den ersten, den T200 Rasensprenger. Von hier wird das Ganze verteilt auf den anderen. Und hier am T-Stück geht es auch nach unten weg. Hier kommt ein Winkel hin. Ja. Und das System kalkuliert automatisch auch die Rohrlängen inklusive der Fittinge und Ähnliches, was ihr da alles braucht. Bewässerungssteuerung wird euch in dem Rahmen auch gleich angeboten. Dann könnt ihr sagen, okay, ich hätte gerne noch den Steuercomputer dazu. In dem Fall alles Gardena-Produkte. Da kann ich an der Stelle nicht viel zu sagen, weil ich weder den Steuercomputer nutze, noch die Rasensprenger. Was ich durchaus gerne nutze, das sind die Fittinge, diese Schnellklickverbinder. Da muss ich sagen, die kosten etwas mehr als die handelsüblichen zum Verschrauben. Aber hier das Rohr ineinander gepresst, eine Viertelumdrehung am Rahmen und dann sind die Dinger dicht und fix. Kann ich euch wirklich ans Herz legen.
erspart jede Menge Arbeit. So, Bewässerungssteuerung, wir klicken es trotzdem mit an, damit das System weitermachen kann. Die Vorteile werden mir präsentiert. Ich habe die Wahl zwischen Stromanschluss und per Batterie. Das macht jetzt für diesen Grundriss keinen großen Unterschied, aber eben in dem Modell, was euch angeboten wird. Grundsätzlich bin ich ein Freund davon, dass man den Dauerstrom anliegen lassen kann, weil bei Batterie ich die Erfahrung gesammelt habe, dass immer genau dann, wenn man es braucht, die Batterie leer ist. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze auch noch mit App gesteuert oder eben klassisch ohne WLAN und diesem ganzen Funkzubehör zu machen. Ich für meinen Fall brauche das jetzt nicht. Mache ich hier auf Nein und möchte mir jetzt erstmal die Planung ansehen. So, und dann habe ich jetzt hier farblich noch ein bisschen hervorgehoben. So schaut das Ganze jetzt aus. Da habe ich jetzt meinen Grundriss und weiß, wo ich meine Sprenger platzieren kann. Und ich für meinen Teil mache jetzt eins, weil ich, wie gesagt, eben nicht mit diesen Gardena-Produkten arbeiten möchte. Ich schaue mir dann einfach an, dieser T200, was ist das für ein Modell, welchen Durchfluss hat der, und schaue dann einfach nach, dass ich das entsprechende Handlerprodukt mir dazu raussuche. Das Ganze kann ich natürlich auch noch deutlich vereinfachen, indem ich mir dann einfach hier die Planungsskizze als PDF herunterlade. Das wird dann automatisch erstellt. Ist eine sehr schöne Sache, die Gardena sich da hier ausgedacht hat, muss ich sagen. Fertig. Und dann habe ich das hier schon zur Verfügung. Dann starten wir das Ganze schon mal. Und dann seht ihr hier über insgesamt 6 Seiten geht das ganze Stück. Mein Gartenplan, das heißt, hier ist dieses Grundstück aufgezeichnet. Auf der nächsten Seite seht ihr dann den Sprinklerplan. Und das ist die Zeichnung, die für mich jetzt wirklich die relevante ist. Ich sehe, wo die Sprinkler platziert werden müssen und ich sehe, wie sie abdecken das Ganze. Und ich bin ein bisschen erstaunt. Ich hätte durchaus mit gerechnet, dass ich hier drüben noch einen Sprinkler setzen muss, der eben von hier im Halbkreis bis hier runter bzw. bis hier oben mit abdeckt, weil eben der hier verbaut ist, der eben bis hier rüber sprengt, im Halbkreis hier diese Linie wieder hoch macht, hier in der Mitte nichts abdeckt. Aber offensichtlich ist die Leistung, die dieser hier oben bringt, der sprüht ja bis hier runter und macht dann hier diesen Halbkreis, ausreichend genug, dass hier eben keiner mehr platziert werden muss. Ich hätte jetzt hier noch einen gesetzt, wenn ich das aus dem Bauch raus entschieden hätte, aber laut dieser Planung von Gardena ist das gar nicht nötig. So, die Leitungen sind hier auf Halbzoll ausgelegt. Ich habe 25er PE-Rohr verbaut. Die Handeranschlüsse, die ich verwende, laufen alle über 3/4 Zoll, sind also etwas größer. Das heißt, da ist schon ein Unterschied, wobei die Hunter-Serie, die ich verwende, der IP20, wenn ich mich recht entsinne, oder P20, wie er heißt, oder I20, I20 heißt er, glaube ich, der kann ja auch individuell gedrosselt werden. Das heißt, wenn der Wasserzufluss zu hoch ist, dann drehe ich mir den einfach runter. Kleiner geht immer, nur nach oben geht es eben nicht. So, ihr habt jetzt hier nochmal die einzelnen Leitungswege, die da das System euch anbietet. Und dann kommt eben zum Schluss einfach diese Einkaufsliste nochmal on top mit oben drauf. Das heißt, alles das, was ihr eben braucht, wird hier schön aufgelistet. Das heißt, ihr habt jetzt hier diese Sprenger, könnt direkt hier draufklicken und landet dann bei Gardena auf der Webseite und könnt euch das im Detail anschauen. 2 Stück ist ja das, was vorgeschlagen wurde. Einzelpreis 19 Euro, Gesamt dann eben die 38 Euro. Dann können wir uns das Ganze im Detail nochmal anschauen. Wäre das gleiche wie hier vorne. So. Wenn ich jetzt nach unten gehe, dann seht ihr hier jetzt die Anschlussstücken. Hier zum Beispiel dieses L-Anschlussstück, 2 Stück, die davon gebraucht werden. Dieses kleine Zipfel hier wird praktisch direkt unten in die jeweiligen Rasensprenger eingeschraubt. Und das sind die Endstücken und das sind an den Ecken, wo es um die Kurve nochmal rumgeht. Auch hier wird der Sprenger direkt draufgesetzt. Da muss ich sagen, klar, kann man machen, rate ich aber davon ab. Ich bin dann eher ein Freund an den Ecken, also damit ihr seht, wovon ich spreche. Wir reden hier von diesen Stellen. Da ist praktisch dieses Eckstück gesetzt, wo nach oben hin dieser Halbzollanschluss weggeht. Ja, also dieser hier, beziehungsweise dieser hier an der Ecke. Und dann muss das Rohr aber wirklich sehr genau platziert werden, sowohl im Winkel, also wo ihr dann später diesen Sprenger haben wollt auf den letzten Zentimeter, und auch in der Tiefe.
Und das macht es schon ein bisschen komplizierter. Deswegen ist meine Empfehlung, nutzt hier einfach ein normales T-Stück, was eben von unten her jetzt hier auf dem Bild kommend nach oben geht, was hier nach rechts weggeht und also T-Stück nach hier weg. Und geradeaus die Endung, die dort kommt, dort schließt ihr einfach ein flexibles Anschlussstück an. Ja, die Links dazu setze ich euch einfach unten mit in die Beschreibung rein. Das ist wie eine Art kleines Zwischenstück, flexibler Schlauch, der eben an dieses Gardena-System, an dieses Schnellklicksystem hier angeschlossen wird, hat auf der anderen Seite dann eben, hier wäre es ein Halbzoll-Gewinde, bei Hunter eben das Dreiviertel-Innengewinde. Und dann könnt ihr direkt diese Sprenger auf diese flexiblen Endstücke aufschrauben und habt dann einfach die Möglichkeit, flexibel in der Höhe die Sprenger zu platzieren, ohne dass ihr das Rohr auf der gesamten Länge hier da mitnehmen müsst. Das wird in der Praxis nie so schön sauber funktionieren, wenn ihr das von Hand schachtet. Deswegen habe ich das so gemacht, habe hier T-Stücke gesetzt, bin dann mit dem flexiblen Stück weggegangen und habe dann hier die Möglichkeit gehabt, im Endeffekt 10 bis 15 cm jeweils Tiefe oder höher zu gehen, rechts, links abzuwinkeln. Das ist schon deutlich entspannter. So, was schlägt er mir noch vor? Er schlägt mir vor, das Verlegerohr, in dem Fall auch die 25 mm auf der 50 m Rolle für 100 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis, muss man sagen. Aber Gardena hat auch eine Qualität, die ich nicht missen möchte. Aber auch das geht andersweitig günstiger. Das Entwässerungsventil bietet sich dann an, wenn ihr insgesamt ein Gefälle unterbringen könnt, um das Ganze dann eben im Winter zu entleeren, damit da eben kein Frost reinkommt und euch die Rohre aufsprengt. Ich für meinen Teil verzichte grundsätzlich auf solche Ventile. Da sehe ich einfach ein viel zu großes Risiko drin, dass die mir kaputt gehen, dass die permanent leer laufen oder eben dahingehend kaputt gehen, dass sie verstopfen, dass dann Dreck reinkommt, dass sie sich nicht mehr alleine öffnen. Ich empfehle euch in dem Zusammenhang im Herbst die Bewässerungsanlage mit Druckluft zu entleeren. Entsprechend da einfach das Nippelstück vom Kompressor direkt mit an die Leitung anzuklemmen und dann im Herbst einfach einen Kompressor dran und das Ganze mal eine 10 Minuten lang ausgeblasen, dann sind die Leitungen auch vom Wasser befreit. Dazu habe ich schon mehrere Videos gemacht, die findet ihr unten in der Beschreibung bzw. in der Playlist. Also das wäre so ein Punkt, ich persönlich finde den nicht gut, baue ich nicht ein. Ihr habt den Verbinder fürs Innengewinde, das wäre auch noch so ein, ja, hier ist das 3/4 Zoll. Ihr habt nochmal 1 Zoll. Das sind dann die Anschlüsse, wo es um den Wasserhahn und ähnliches geht. Ihr habt hier die normalen Winkel, 25 mm. Und das Schöne an diesem System ist wirklich, dass dieses Rohr, wie ihr das hier habt, dieses 25 mm Rohr, einfach seitlich reingesteckt wird. Dann wird dieser graue Rand hier um eine Viertelumdrehung, ja, zurückgedreht und dann ist das Ganze fest und dicht. Die Einkaufsliste geht noch ein Stück weiter. Ein Verbinder wird empfohlen. Das kann nie schaden, so ein Ding immer noch mal als Reserve zu haben. Und hier habt ihr auch so ein T-Stück, das ich vorhin angesprochen hatte. Die gibt es hier als durchlaufendes T-Stück, wo ihr dann hier direkt den Sprenger einschrauben könnt, beziehungsweise dieses flexible Verbinderstück, was ich vorhin beschrieben habe, könnt ihr hier, wenn die Leitung seitlich lang geht, dann einfach links oder rechts weggehen. Gibt es aber auch als Eckstück. Wichtig wäre, ihr müsst unbedingt darauf achten, ob ihr dann das Innen- oder Außengewinde habt, damit das am Ende auch einfach passt. So, dann bleibt noch die Ventilbox. In dem Fall Gardena bietet natürlich seine V3 an, von der Größe her ausreichend, ein Zulauf und dann der eine Ablauf. Ich für meinen Teil werde mit dieser kleinen Box nicht klarkommen, denn ich brauche den Zulauf für die Rasensprenger. Ich werde das Ganze dennoch auf zwei Kreise aufteilen. Ich brauche den Zulauf für die Rohre, die hinter meine Einfahrt laufen. Und ich möchte noch einen Zulauf legen, der dann hinter meine Gabionwand geht, wo ich dann später mal die Hecke mit betreiben möchte. Das heißt, da brauche ich allein schon drei oder besser gesagt vier Rohre, die weggehen. Und natürlich auch noch der Zulauf. Dafür wäre diese Box viel zu klein. Die Ventile, die hier angeboten werden, 24 Volt, zu denen kann ich jetzt keine Aussage machen. Also hier sind zwei Stück, das heißt, auch hier wird mit zwei Kreisen gearbeitet. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, kann weder das eine noch das andere sagen. Ich arbeite mit Hunter-Ventilen in meiner oberen Box, beziehungsweise mit den Rainbird-Ventilen in der unteren Box. Meine persönliche Präferenz liegt bei Hunter, weil die manuelle Öffnung dort einfach viel angenehmer ist als bei Rainbird. Aber grundsätzlich,
mit der automatischen Steuerung habe ich mit der Handsteuerung dann nichts weiter groß zu tun. Sowohl Rainbird als auch Hunter kann ich bedingungslos empfehlen. Gardena, wie gesagt, kann ich nichts zu sagen, verwende ich nicht. Das Verbindungskabel 15 Meter, das ist hier 15 Meter einfach mal pauschal in den Raum geworfen, heißt nichts anderes, als dass ihr von diesem Bewässerungsventil hier ein Kabel braucht, jeweils mit einem Plus- und einem Minuspol, läuft über Gleichstrom das Ganze, das an diesen Steuercomputer läuft und der Steuercomputer gibt dann eben Spannung auf das Kabel, dadurch öffnet sich das Ventil und das Wasser kann laufen. Bedeutet, 15 Meter ist der maximale Abstand, den ihr eben vom Bewässerungsventil bis zur Steuerung haben dürft. Bei dieser Steuerung, das schaut mir zumindest so aus, wäre es wünschenswert, dass die outdoor platziert werden kann, also dass da Feuchtigkeit, Regen, Wasser, Schnee dazukommen kann. Dann könnt ihr die irgendwo im Garten platzieren. Ich für meinen Teil habe meinen Hunter Steuercomputer im Moment der X-Core 8, den ich verwende. Da kann ich 8 Ventile mit gleichzeitig steuern. Ich habe die Indoor-Variante, weil ich da einfach auch Angst habe, dass da fremde Leute rangehen oder Unbefugte. Deswegen soll das Ganze im Haus platziert sein. 15 Meter würden bei mir nicht reichen. Ich müsste dann eben eine andere Kabellänge nehmen. Im Angebot obendrauf ist auch noch das Zubehör für den Wasseranschluss, das heißt die Profisystem-Anschlussgarnitur, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das im Endeffekt aber auch einfach nur der Schlauch mit den Anschlüssen für einen Wasserhahn. Das wird dann, wenn man jetzt hier, ja, das mache ich jetzt nicht, wo das Ganze dann auf den Außenwasserhahn aufgeschraubt wird und da hat man dann diese Schnellverschlüsse dran und dann geht da der Gartenschlauch sozusagen direkt in diese Ventilbox rein. Ich für meinen Teil muss sagen, ich lege dann wirklich das PE-Rohr bis an den Wasserhahn ran. Das habe ich ja schon getan. Da würde ich das Ganze dann einfach über ein weiteres T-Stück abnehmen. Die Anschlussdose, diese Wassertankstelle, die habe ich selber auch schon in Gebrauch. Das ist eine schöne Sache, wie ich finde. Da habt ihr auch einen Anschluss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Halbzoll oder Dreiviertelzoll Anschlüsse hier sind. Müsste ich nochmal nachschauen. Die verbuddelt ihr dann einfach an passender Stelle. Zum Beispiel in der Nähe meiner Hecke habe ich das schon getan, dass die Zuleitung der PE, das PE-Rohr 25er hier angeschlossen wird. Und hier oben ist dann einfach dieser Quick-Verbinder von Gardena, wo ihr den Schlauch einfach draufklicken könnt. Und dann habt ihr an der Stelle einfach schon Wasser zur Verfügung. Was ich hier nicht drin habe, ist ein separater Schieber. Also hier ist praktisch immer Wasser drauf, sobald auf der Wasserleitung, auf der Zuleitung Wasser drauf ist. Deswegen habe ich die Zuleitung, die zu meiner Wassertankstelle geht, eben auch nochmal in einer Ventilbox separat abgetrennt, dass ich den eben an- und ausschalten kann. Lässt sich aber eben auch steuern über ein Bewässerungsventil. Das heißt, das ist mal mein Ziel, das Ganze zu automatisieren auch, dass ich die Hecke eben hier über einen Gartenschlauch anschließen kann. Über meinen Steuercomputer öffnet sich das Ventil und dann wird automatisch der Perlschlauch über so eine Wassertankstelle bedient. Tja, und die Vorschläge, die Gardena jetzt hier macht, mit der richtigen Stückzahl, mal zusammenaddiert, kommt hier ein Preis raus von 704 Euro. Das ist ein stolzer Preis, aber ich verspreche euch eins, auch wenn ihr jetzt irgendwo anders nachschaut, also ich setze euch durchaus Produktlinks mal mit in die Beschreibung, aber ihr werdet nicht viel günstiger wegkommen. Es ist unterm Strich ein teurer Spaß. Sowohl in der Installation als auch im Unterhalt muss euch klar sein, dass spätestens, wenn die Wasseruhr eben läuft, das Ganze Geld kostet. Und in meinem Fall ist es so, dass ich noch nicht mal hier in der Lage bin oder beziehungsweise unsere hiesigen Stadtwerke nicht in der Lage sind, das Gartenwasser separat abzurechnen. Ich bin gezwungen, auch das Abwasser zu bezahlen für das Wasser, was eben im Garten versprengt wird. Eine separate Zisterne oder ähnliches kann ich im Moment noch nicht nutzen. Das ist mal mein Ziel, dass ich das mitmachen kann, um eben Regenwasser gezielt dazu zu verwenden. Aber auch da muss man viele Dinge beachten, dass das Wasser da nicht kippt und sauber bleibt. Hat alles sei für und wider. Und macht euch bitte vorneweg auch kundig bei euren Stadtwerken, ob es vielleicht möglich wäre, da eine Wasseruhr einzubauen im Außenbereich, die eben auch anerkannt wird. Und dann könnt ihr euch zumindest das Abwasser sparen, dass ihr dann nur das Frischwasser bezahlen müsst. Wie gesagt, hier da wo ich lebe, ist das Ganze leider nicht möglich. Da haben die Stadtwerke ihre eigenen Uhren, ihre eigenen Plätze, wo die angebaut werden müssen. Und die Vorgaben, die da gemacht werden, naja, da sind Vorstellungen, die möchte ich an der Stelle nicht weiter kommentieren.
Ja, ihr Lieben, das jetzt einfach mal kurz und knackig eine der vielen Möglichkeiten, die ihr im Internet finden werdet. Ihr könnt das, wie gesagt, gleich von Gardena hier nutzen oder ihr habt jetzt hier euren Plan und nutzt das Ganze dann eben mit anderen Teilen, indem ihr dann einfach die Leistung, die diese Regner haben, auf andere Produkte übertragt. An der Stelle wieder zurück vom PC, weg, ab in den Garten. Mit den Daten, die ich jetzt aus dem Programm gewonnen habe, weiß ich, wo die Sprenger platziert werden müssen und kann bereits beginnen, mit dem Spaten die Gräben auszuschachten. Das Ganze folgt in einem späteren Video, da nehme ich euch wieder mit. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, drückt die Bimmel, damit ihr nichts weiteres verpasst. Und an der Stelle zunächst einmal vielen Dank fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!